willkommen zur Traumflieger-Köpmann-Demo. Heute geht es um Makrofotografie und zwar mehr Bildschärfe, mehr Schärfe bei Makros. Da will ich Ihnen den einen bzw. anderen Tipp geben, wie Sie schärfere, höher detaillierte, höher aufgelöste Fotos erreichen können. Was ist der beste Tipp für einen Makrofotografen? Ja, im Prinzip gelten hier die Tipps der Fotografie allgemein. Der Makrofotograf braucht möglichst viel Licht, müsste möglichst wenig Bewegung haben im Idealfall, also möglichst wenig Wind, möglichst wenig Motiveigenbewegung und ja, braucht dann natürlich ein interessantes Motiv. Aber die Motive sind alle interessant im Makrobereich. Warum ist das so? Ja, weil man Details sieht, die man mit normalem Auge so nicht sieht. Und da unterscheidet sich die Makrofotografie so ein bisschen von anderen Motiven, von klassischen Motiven, ich sag mal aus dem Landschaftsbereich. Makromotive holen also Motive dichter ran. Man sieht Details, die man so mit bloßem Auge nicht erkennen kann. Aber starten wir zunächst im Wald, ein kleiner Waldspaziergang. Da will ich mal zeigen, wie gehe ich eigentlich vor. Ich habe ein Makroobjektiv auf der Kamera, also ein klassisches 1:1 Makro. Die fangen für Vollformatkameras so ungefähr so ab 400 Euro an, gehen dann so bis 800 Euro, so diese 90 und 100 mm Klasse hoch. Aber es gibt natürlich teurere Makros und auch günstigere. Bei APS-C-Kameras gibt es ja auch etwas günstigere. Es gibt bei Canon ja auch ein 60 mm 2,8 Makro. Aber man muss natürlich nicht unbedingt ein Makroobjektiv nutzen. Aber ich habe jetzt mal eins auf der Kamera, mache einen kleinen Waldspaziergang und will mal frei aus der Hand in einem etwas abgeschatteten Bereich versuchen, Makros, Nahaufnahmen von Insekten aufzunehmen. Hier marschiere ich also durch den Wald, einen Wanderpfad. Es ist teilweise etwas abgeschattet, aber eigentlich reichlich Licht da, sollte man meinen. Tatsächlich ist es aber so, dass ich hier mit Auto-ISO-Programm AV arbeite, mit Blende F9 hier zu sehen. Und ich bin im Grenzbereich angekommen, ISO 6400. Und mit einer 25. wird das Bild leider unscharf, deswegen nehme ich hier jetzt eine Flächenleuchte dazu und versuche jetzt das gleiche Motiv hier, diese Fliege abzulichten. Das gelingt jetzt etwas besser, die Belichtungszeit ist kürzer, 1/100, also um 4 Belichtungsstufen kürzer, beziehungsweise 2 Belichtungsstufen kürzer. Aber Sie haben gerade gesehen, ISO 6400 wurde immer noch genutzt und jetzt nutze ich ein Blitzsystem. Ein Traumflieger Makro Flash Kit, so ein duales Blitzsystem und einen zusätzlichen Aufsteckblitz, weil ich hier eine Vollformat DSLR nutze. Und jetzt gelingt die gleiche Fliege wesentlich schärfer. Hier bin ich auch im Programm M und hier noch ein paar andere Beispiele. Bei Blende F9, ISO 200, hier eine Fliege top scharf bei 100% Ansicht. Also man kann schon fantastische Details erzielen, auf Freihand, zumindest mit dieser Blitztechnik. Freihand-Makros sind also nicht so ohne, wenn ich den ISO-Wert nicht zu hoch drehen will und wenn es an etwas Licht fehlt, dann kann es schwierig werden, Freihand-Makros aufzunehmen. Man kann natürlich eine möglichst kleine Blendenzahl nutzen. Generell empfiehlt es sich, das Programm A oder AV einzustellen und dann ja die Blende etwas zu erhöhen, die Blendenzahl. Da liegt die Blende, die sich empfiehlt, so zwischen 8 und 11, pauschal gesagt. Also Blende 11 sollte die höchste Blendenzahl sein, die Sie im Normalfall benutzen. Davon gibt es Ausnahmen. Bis F16 kann man vielleicht noch an Vollformatkameras gehen, die nicht allzu hochauflösend sind. Ich sag mal so die 22 Megapixel Klasse, 5D Mark III, 5D Mark II, auch die 5D Mark I. Da erst recht kann man noch bis F16 vielleicht gehen. Ansonsten 5DS Kamera, die ich benutzt habe, die hat ja 50 Megapixel mit sehr kleinen Bildpixeln. Also die Fotodioden sind da sehr klein.
so ähnlich wie an APS-C-Modellen. Da empfiehlt es sich, die Obergrenze bei F11 einzustellen. Aber wie wir gesehen haben, F11 erreiche ich dann ja nur mit einem extrem hohen ISO-Wert. Ich lag hier gerade bei 6400 und da sehen die Bilder, wenn ich mich einvergrößere, nicht mehr gut aus, also nicht mehr zufriedenstellend. Und ich habe gerade eine Taschenlampe schon eingesetzt und beziehungsweise eine Flächenleuchte. Das hat noch ein bisschen was gebracht, aber nicht so viel, dass ich in einen Bereich reinkam, der mich zufriedenstellen würde. Aber mit Blitzlicht hat es funktioniert. Also hier, da habe ich also so ein duales Blitzsystem, beziehungsweise ich arbeite da mit drei Blitzen. Das hat für mich doch überzeugende Ergebnisse gebracht und da kann ich dann auf Freihand ziemlich spontan aufnehmen. Aber das will ich natürlich nicht immer. Ich hab natürlich da auch gewisse Grenzen. Also das Licht wird schon ein bisschen gerichtet. Das heißt, es ist nicht mehr ganz so reichhaltig wie natürlich das Umgebungslicht. Deswegen nutze ich das nicht immer. Aber jetzt wollen wir mal schauen mit Stativeinsatz. Auch mein Kollege Olaf Krasmann setzt gleich mal ein Stativ ein. Und da schauen wir mal, wie das im Stativeinsatz aussieht. Hier ist mein Kollege Olaf Krasmann an einer weiteren Fliege. Das ist also eine Dunkfliege und hier nutzt er auch einen Makroschlitten. Das ist der Traumflieger Superstacker Makroschlitten. Den werden wir demnächst auch im Traumfliegershop anbieten. Mit dem kann man besonders fein auch den Fokus verlagern. Aber hier ist es jetzt doch etwas windig. Deswegen ist es nicht ganz leicht. Hier ein Ergebnis von Olaf. 100% Ansicht im RAW-Format. Hier hat er auch ein Sigma 60er Objektiv mit einer Nahlinse und einem Zwischenring kombiniert und kriegt eine sehr gute Auflösung hier auch bei 100%. Hier eine Sony A5000 benutzt. Also eine gute Bildqualität hier realisierbar mit Umgebungslicht vom Stativ aus. Allerdings waren doch viele Versuche notwendig, damit dann ein scharfes dabei ist. Ich gehe jetzt hier auch nochmal ran, wieder Freihand mit dem Blitzsystem, mit dem Traumflieger Makro Flash Kit. Und hier habe ich schon einen Ausschnitt bearbeitet, also das ist schon ein 100% Ausschnitt hier von dieser Dunkfliege. Auch schön detailliert, aber eben Freihand gemacht. Und jetzt haben wir hier noch ein anderes Motiv. Jetzt nutze ich auch ein Stativ und eine Flächenleuchte. Und hier haben wir eine punktierte Zartschrecke, die sitzt da an einem Blatt, an einem Stängel. Und hier ist es auch wieder für mich jetzt schwierig, weil es doch minimal windig ist, die Schärfeebene exakt zu treffen. Aber mit diesem Aufhelllicht kann ich die Belichtungszeit noch einigermaßen kurz halten. Hier sehen Sie eine 80stel, Blende F9, ISO 800, also schon etwas höher gedreht. Das hat funktioniert bei Olaf, also er hat doch ein gutes Bildergebnis bekommen bei dieser Dunkfliege, aber hat ungefähr 20 Aufnahmen gemacht und nicht alle wurden scharf, eine Reihe wurden unscharf. Also nicht ganz leicht, sobald so ein bisschen Wind eine Rolle spielt. Und ja, ich habe Freihand mit dem Blitzgerät durchaus auch interessante Ergebnisse erzielt. Das Licht wird ein bisschen anders, aber ich kann natürlich dann weiter abblenden, niedrigen ISO-Wert benutzen und kriege dann in der Mehrzahl scharfe Aufnahmen und eine sehr hohe Trefferquote. Aber das ist natürlich eine etwas speziellere Art zu fotografieren. Wenn ich dann auch gerne ein bisschen mehr Umgebungslicht einfangen will, dann setze ich natürlich auch ein Stativ ein. Aber auch ich hatte Schwierigkeiten bei dieser Zartschrecke der gepunkteten. Da war es nicht ganz leicht, da auch wirklich mit dem Stativ gute Ergebnisse zu erzielen, weil da eben noch ein bisschen Wind eine Rolle spielte und mir dann ja die Schärfeebene verrutschte einfach. Aber weil das Licht auch fehlte, muss ich den ISO-Wert ein bisschen höher drehen. Da hilft es dann, wenn man nur noch so einen Kick mehr Licht braucht, eine Taschenlampe einzusetzen. Ich hatte eben auch eine Flächenleuchte im Einsatz. Die beleuchtet mich jetzt hier auch im Video. Die nutze ich auch gerne, aber es ist natürlich auch gut, so eine klassische Taschenlampe zu nutzen. Hier habe ich eine mit Aufsteckdiffusor. Die macht auch das Licht ein bisschen weicher.
Eine Flächenleuchte ist dann noch interessanter, weil sie dann ein Motiv im Nahbereich noch schattenfreier ausleuchtet. Der Schatten wird also seitlich weggeleuchtet. Aber auch eine klassische Taschenlampe ist sehr interessant. Man kann auch Gegenlicht erzeugen. Und wenn einem noch so ein bisschen Kick an Licht fehlt, kann man noch den letzten Kick reinbringen und kann aber immer noch ein bisschen Umgebungslicht nutzen. Also Taschenlampe auch sehr interessant, wenn man nicht auf Blitzlichttechnik ausweichen will, gänzlich. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Interessant, auch ein Aufhellreflektor. Den kann man natürlich so an die andere Seite halten und kann so das Licht auch noch reichhaltiger gestalten, wenn man dann die Hand frei hat. Also da empfiehlt sich dann vielleicht noch ein zusätzliches Stativ oder jemanden zu fragen, ob er mal kurz das halten kann. Manchmal kann man dann ja auch noch die zweite Hand selber benutzen und Taschenlampe und Aufhellreflektor so ans Motiv halten. Ja, ich will jetzt aber nochmal weiter mit dem Stativ arbeiten und zwar an einem kleinen Teich im Wald. Da gibt es ganz kleine Minitierchen, die heißen Wasserkugelspringer. Die zählen also zu den Springschwänzen. Die gibt es eigentlich überall im Waldboden, Hunderttausende teilweise. Die sind so klein, die sieht man mit bloßem Auge eigentlich gar nicht, nur als kleine Staubkörnchen zu erkennen. Aber da will ich mich mal ein bisschen vorarbeiten und mal schauen, was ich da rausholen kann. Jetzt geht's also an einen kleinen Waldteich und hier bin ich jetzt in Überkopfstellung. Also die Beine des Stativs haben wir hier übergekippt. Das geht mit vielen neuen Stativen. Man kann natürlich auch an Stativen die Mittelsäule umkehren, wenn das Stativ das bietet. Und hier habe ich noch eine Langschiene, damit ich im Bodenbereich noch weiter runterkomme und noch flexibel Schärfeebene den Abstand verändern kann. Und hier habe ich jetzt das Tamron Makro drauf und bin jetzt auf Mindestabstand hier bei diesen Wasserkugelspringern und nutze jetzt hier auch wieder diese Slave Blitze, jetzt ohne Schienensystem, frei aus der Hand. Und jetzt haben wir 1:1 Abbildungsmaßstab auf Mindestdistanz. Hier sehen Sie diese kleinen Wasserkugelspringer, die da rumwuseln und Algen abweiden. Die kann man mit bloßem Auge nicht erkennen, aber jetzt hier im Makrobereich gut zu erkennen, diese Wasserkugelspringer. Aber jetzt will ich noch dichter ran. Jetzt nutze ich noch eine Nahlinse, das ist eine Raynox M250. Setze jetzt auf das Tamron Makroobjektiv auf und muss jetzt noch ein bisschen tiefer runter. Komme jetzt statt auf 1:1 auf 2:1. Also ich kann jetzt den Abbildungsmaßstab nochmal vergrößern durch diese Nahlinse. Hier wieder geblitzt. Oben links sehen Sie Parameter 125. F11 bei ISO 100 hier. Rechts haben Sie gerade gesehen Nahlinse und links 1:1 Makro. Und jetzt gehe ich in Retro-Stellung mit einem Retro-Adapter und einem Standard-Zoom. Das ist hier ein 24-70-4.0er. Das geht aber mit allen anderen Objektiven, mit den meisten auch. Am besten nutzt man da einen Weitwinkel oder eine Normalbrennweite. Ich stelle dann gleich auf 37 mm ungefähr ein. Muss ein bisschen ausrichten. Und es ist jetzt nicht ganz leicht scharf zu stellen und die Schärfeebene exakt abzupassen. Hier sehen Sie jetzt den Abbildungsmaßstab ungefähr 3:1, also dreimal größer als im normalen Makrobereich. Auch hier wieder geblitzt und ja, auch hier kann ich eine gute Bildqualität erreichen. Blende F11 habe ich hier genutzt. Das ist schon grenzwertig. Da sollte man vielleicht ein bisschen weiter runter gehen. Also je höher der Abbildungsmaßstab ist, umso kleiner sollte die Blende sein. Und um die Bildkontrolle zu erleichtern und das Scharfstellen ein bisschen leichter zu machen, nutze ich hier eine Remote-Steuerung. Hier habe ich so ein Camranger-System. Da gibt es ja verschiedene Lösungen, die wir auch schon vorgestellt haben. Mit DSLR-Controller oder DSLR-Dashboard, das gibt es auch. Canon hat ja auch eine eigene App für die Kameras, die auch eine eigene Wi-Fi-Steuerung haben, EOS 6D, EOS 70D, EOS 80D. Aber jetzt kann man auch nachrüsten mit so einer Wi-Fi-Box, diese weiße Box, die ich da habe. Das ist eine TP-Link-Box MR3040 oder eine Camranger-Box in diesem Falle. Die kann man auch, die TP-Link-Box, einzeln kaufen mit einer alternativen Firmware. Das erleichtert mir die Bildkontrolle. Und hier habe ich jetzt einen Makroschlitten,
nochmal den Traumflieger Superstacker, den wir demnächst auch anbieten. Mit dem kann ich jetzt die Schärfeebene exakt abpassen. Das ist viel besser, als wenn ich vorne am Objektiv die Schärfeebene verlagere, weil es dann nicht so wackelt und so zittert und weil ich noch feiner scharf stellen kann. Hier das Ergebnis, also in Retro-Stellung bei 37 mm, jetzt Blende F8 genommen, top scharf geworden. Nochmal der Vergleich, links in Retrostellung, rechts 1:1 Makro. Und jetzt können Sie mal den Größenunterschied sehen. Also in Retrostellung bei 37 mm habe ich doch eine deutlich größere Abbildungsgröße als mit einem Standard-Makroobjektiv. Hier nochmal das Setup, was ich gerade benutzt habe. Also da ist ein Slave Flash drauf, ein Traumflieger Slave Flash, Retroadapter, Traumflieger automatischer Retroadapter, Standard Zoom, Makroschlitten, Superstacker und hier Camranger für die Wi-Fi-Steuerung. Schon ein bisschen Equipment. Und hier ein weiteres Beispiel von diesen Wasserkugelspringern. Das habe ich hier mal auf Flickr veröffentlicht. Ein weiteres Beispiel im extremen Makrobereich. Ja, also diese Wasserkugelspringer sind schon ziemlich anspruchsvoll und da habe ich dann ja auch schon speziellere Makrotechniken eingesetzt. Also ich habe hier zum einen das klassische 1:1 Makro benutzt, das ist hier ein Tamron 90 mm, dieses neue Tamron DI VC USD F0117, also oder 017, die neueste Version. Aber da kann man auch jedes andere Makroobjektiv natürlich nutzen und habe dann zusätzlich noch eine Nahlinse davor genommen. Die Nahlinse, da gibt es auch verschiedene Varianten. Es gibt von Raynox solche Snap-Linsen, die gehen allerdings dann nur bis 67 mm, schnappen sie ein. Also größeren Durchmesser als 67 mm sollte man nicht haben, aber die meisten Makros, ja, mit denen funktioniert es. Man kann auch Zwischenringe nutzen. Ich nutze aber lieber eine Nahlinse, weil ich hier keinen Lichtverlust habe und weil ich im Randbereich ein bisschen mehr Schärfe habe und weniger chromatische Aberration. Also Nahlinse bevorzuge ich dann schon. Oder aber ich habe dann auch, ja, die Retro-Technik eingesetzt, also hier nochmal gezeigt, ein normales Objektiv, das ist hier also so ein Standard-Objektiv, ein Standard-Zoom-Objektiv, das ist hier ein 24-70-40 von Canon, so ein L-Objektiv und das habe ich jetzt mit der Frontlinse zur Kamera zeigend montiert, das kann man sogar so ranhalten an die Kamera, aber dann wird es natürlich schwierig. Und jetzt nehme ich hier an die Frontlinse noch so einen Anpassungsring, 77:58. Hier habe ich einen elektrifizierten Retroadapter. Und um die Elektronik hier nochmal abzugreifen, gibt es jetzt hier noch so einen Ring, den man aufsetzt. Und das Ganze kommt jetzt, ja, mit der Rücklinse nach vorne zeigend, wird an die Kamera angesetzt. Und jetzt habe ich extreme Größenmöglichkeiten. Also hier komme ich so ungefähr auf fast 4:1. Also 4:1 bis 1:1 Abbildungsmaßstab kann ich hier erreichen. Und da konnte ich jetzt bei den Kugelwasserspringern auch extreme Abbildungsgrößen realisieren. Und vor allem, weil es elektrifiziert ist, kann ich dann auch mit der Tabletsteuerung arbeiten. Wenn ich hier den Autofokusbetrieb aktiviere, kommt auf die App drauf an. Canon hat auch so Schaltflächen in der App. Also wenn man jetzt eine Canon-App nutzt, das geht derzeit nur an einer 6D oder an einer 70D oder 80D oder an einigen, ja, EOS M3 zum Beispiel. Da hat man dann Schaltflächen, da kann ich dann den Fokus auch verlagern und möglicherweise ja auch noch eine Schärfenreihe machen, beziehungsweise man kann dann eben auch ohne jetzt ans Objektiv zu gehen einfach auch die Schärfe verlagern. Und das ist das Tolle, dass ich hier elektrifiziert im extremen Makrobereich arbeiten kann. Aber man kann natürlich auch, wenn man jetzt in den Extrembereich reingeht, ein Canon Lupenobjektiv nutzen. Und das ist ein ganz spannendes Objektiv. Es ist nicht ganz einfach, damit umzugehen. Also in diesem Extrem-Makrobereich sollte man dann unbedingt auch einen Makroschlitten einsetzen, gerade wenn man das Lupenobjektiv nutzt. Weil das Problem ist, wenn man jetzt nicht auf Anschlag geht, sondern ein bisschen weiter zurückgeht, dann verschiebt sich der Abstand hier. Das ist nicht linear, der ist mal größer, mal ist er flacher. Und da sollte man also einen Makro-Einstellschlitten benutzen. Ich kann mal kurz einen zeigen. Also das ist hier ein sehr schöner Makro-Einstellschlitten, den haben wir auch im Traumflieger-Shop.
Der ist schön fein regulierbar, auch hier seitlich verstellbar, sehr beliebt. Und der hat natürlich eine Gewichtsobergrenze, die würde ich so bei 1,5 Kilo einschätzen. Also mehr als 1,5 Kilo sollte man da nicht montieren. Und es gibt auch von Noflex einen ganz beliebten Einstellschlitten, den gibt es auch als Vier-Wege-Makroschlitten. Da gibt es auch noch so einen Aufsatz, der ist auch sehr schön, ist auch Arca Swiss kompatibel. Und wir haben ja gerade noch einen anderen Makroschlitten gezeigt, den entwickeln wir gerade, den wird es demnächst geben. Also ist der Traumflieger Superstacker, der ist noch feiner regulierbar, also der ist noch in feineren Schritten nutzbar. Man kann auch noch mehr Auflagegewicht nutzen, auch Arca Swiss kompatibel. Der ist dann besonders interessant, wenn man extreme Vergrößerungen nutzen will. Aber man muss natürlich nicht in jedem Fall einen Makroschlitten einsetzen, aber der hilft einem doch bei vielen weiter. Interessant wird auf jeden Fall auch, wenn man die Schärfe ausdehnen will, also wenn man jetzt eine durchgehende Schärfe, Schärfentiefe nutzen will, das ist natürlich im Makrobereich ein Problem, die Schärfe in der Tiefe auszudehnen, also die Schärfentiefe zu erhöhen. Da gibt es die Technik des Stackings und da macht man eine Schärfenreihe mit verlagertem Fokuspunkt und das will ich mal kurz an Brunnen Lebermoos demonstrieren. Jetzt sind wir hier auf einem Gehweg in den Fugen. Der Gehwegplatten, da wächst so Grünzeugs, das ist Brunnenlebermoos. Das ist relativ anspruchslos, muss ein bisschen Feuchtigkeit haben. Und hier habe ich wieder diese Flächenleuchte aufgestellt. Und hier haben wir wieder den Aufbau in Umkehrstellung, genauso wie den Wasserkugelspringern. Mit dieser Langschiene in Umkehrstellung und den Traumflieger Superstacker, diesen Makroschlitten, der sich besonders feinfühlig verstellen lässt. Und jetzt gehe ich schrittweise vor. Ich verlage also die Schärfeebene hier im Selbstauslösermodus Schritt für Schritt und nehme insgesamt 41 Aufnahmen auf. Hier sehen Sie die Einzelaufnahmen, die ich schon importiert habe. Hier habe ich jetzt Photoshop und da gibt es also auch eine Verrechnungsmöglichkeiten. Erstmal im ersten Schritt mache ich das Ausrichten der Aufnahmen, also alle Aufnahmen, alle Ebenen selektiert und dann automatisch ausgerichtet und jetzt werden die Bilder gestapelt. Das habe ich hier mal ein bisschen verkürzt, das dauert wesentlich länger und jetzt ist die Verrechnung der Schärfentiefe erfolgt. Allerdings sind hier noch so ein paar Halos rum, um einige Pflanzenteile herum zu sehen. Also ganz einwandfrei hat es hier nicht geklappt, aber im Großen und Ganzen funktioniert das schon einigermaßen mit Photoshop, wenn man nicht so ganz genau hinguckt oder noch ein bisschen nacharbeitet. Hier habe ich noch ein weiteres Stacking-Programm, das ist Serene Stacker. Kostenpflichtig, aber das kann man als Trial-Version auch kostenlos ausprobieren, ob einem das gefällt. Hier versuche ich also eine Verrechnungsmethode oder hier auch mit Helicon Focus Pro, da gibt es auch eine Trial-Version. Das gibt es auch als Nicht-Pro-Version und mit Helicon Focus Pro habe ich hier in diesem Beispiel sehr gute Ergebnisse erzielt, allerdings dann in der Pyramidenentwicklung. Focus Stacking ist recht anspruchsvoll, kann man sagen. Da sollte man sich auch ein gutes Programm besorgen. Man kann vieles auch mit Photoshop machen. Da gibt es ja auch eine schärfentiefe Verrechnung. Allerdings entweder klappt es einigermaßen oder es klappt gar nicht. Dann hat man mehr Probleme. Also das Korrekturpotenzial ist da nicht so gut. Die Eingriffsmöglichkeiten, Parameter oder Verrechnungsmethoden kann man dann nicht weiter verändern. Da gibt es dann Spezialisten, also Serene Stacker oder Helicon Focus Pro. Da mit Helicon Focus Pro habe ich also mit die besten Ergebnisse erzielt. Wir werden noch weitere Inhalte bringen, noch weitere Details zu Schärfeausdehnung, zum Stacking, wie man die Schärfentiefe erhöht, welche Techniken sich empfehlen. Da werden wir noch einige Inhalte machen. Und wir werden natürlich auch noch den neuen Makroschlitten von Traumflieger, den Superstacker, weiter vorstellen und Ihnen dann auch noch weitere Tipps und Tricks geben. Wir konnten hier nicht alle Aspekte der Makrofotografie abdecken. Dafür fehlt uns jetzt hier im Moment die Zeit, aber wir werden das Thema weiterverfolgen und Ihnen noch weitere Tipps und Tricks geben. Ich hoffe, Sie konnten den einen oder anderen Tipp hier mitnehmen. Machen Sie es gut und bis zum nächsten Mal.